So, heute ist Freitagnachmittag, kurz vor 5 Uhr, nein, es ist direkt 5 Uhr. Und wir fahren wir jetzt im Bayerischen Wald, machen ein bisschen einen Wochenendausflug. Schauen mal, ob wir da ein bisschen wandern können oder einen schönen Stellplatz finden. Einfach raus von daheim, ganze Woche beim Homeoffice, kommt man fast nicht raus, außer zum Sporteln. Und am Wochenende genießen wir das jetzt einmal. Die Lockerungen sind auch überall da von der Corona-Kacke da. Und jetzt geht's einfach an. So, wir sind jetzt in Freyung angekommen. Naja, das ist mehr so ein Parkplatz am Freibad. Da darf man aber offiziell stehen. Weil hier im Bayerischen Wald ist gar nicht so einfach, einen gescheiten Platz zu finden. Weil das ja alles Naturschutzgebiet oder Naturpark ist. Da darf man nicht übernachten. Und wir möchten morgen in der Früh ein bisschen weiterfahren. Das sind aber ein paar Kilometer bloß. Und zwar zu einer Klamm. Da möchten wir schon gehen. Deswegen sind wir jetzt bis zur Freyung gefahren. Und jetzt hat es gerade geregnet, hat gerade der Gewitter. Jetzt haben wir noch Abend gegessen. Und jetzt gehen wir noch unsere Runde mit dem Fly. Und dann war es für heute. Ich gesagt, morgen in der Früh fahren wir gleich. Deswegen ist es uns halt wurscht. Hockt man eh nicht heraus. Und ja, jetzt kommt die schon wieder die Sonne raus. Da sieht man es. Zwar ist der Stellplatz direkt beim Freibad. Da stehen eh noch zwei Wohnmobile. Direkt in Freyung herin. Eigentlich hätte man einen Weg gesucht mit dem Fly zum Spazieren gehen. Aber irgendwie sind wir jetzt in Freyung direkt gelandet. Naja, jetzt schauen wir uns das Freyung schnell an. Ist nichts los. Und wie schon jetzt am Ring noch ein bisschen. So, jetzt sind wir gerade in Freyung und zwar in so einem Park. Da sind lauter so Holzbohlen, kann man da drüber gehen, Holzstiege und Kneippbecken haben wir gesehen und Barfußpfad und lauter Weiher, ganz schön angelegt. Und das ist irgendwie, geht da durch, haben wir gesehen, irgendein Via Nova Weg, das ist ein Pilgerweg, ist da angeschildert, ich weiß aber nicht, wo der hingeht. Aber es ist wirklich schick gemacht. Jetzt hat es wenigstens am Ring aufgehört. Aber zu viel geht kommen da hier in Freyung nicht. Zumindest in der Stadt nicht. Weil es fast nichts Grünes gibt mit dem Fly. Aber das ist jetzt das Stück, was wir da gefunden haben. Also jetzt haben wir es gerade gefunden, das Tafel. Auenpark nennt sie das. Nicht Stadtpark, also so Auenpark ist das. Und das, was man da sieht, das Wasser, das müssen die Ilz sein, die dann später in die Donau in Passau eingehen. Eh gut, dass es da so Tüten gibt. Wir haben nicht unsere vergessen im Auto. So, guten Morgen, es ist Samstag in der Früh um 8 Uhr. Das Wetter ist super schön. Und wir gehen jetzt den Wanderweg zur Buchberger Leiten. Das ist so eine Klamm bei Freyung. Da haben wir einen Wanderführer, im Rotal Wanderführer gelesen. Ich hoffe, dass die schön ist. Schauen wir mal. Um den Weg geht der mal direkt am Parkplatz beim Freibad in Freyung. Da, wo wir geschlafen haben, kann man direkt weggehen. Brauchen wir nicht wegfahren. Ist optimal. Und am Nachmittag fahren wir dann weiter nach der Wanderung.
Da gab es sogar offiziell einen Wanderparkplatz. Den muss man mit dem Parkschein zahlen. Und der ist jetzt nicht wirklich groß. Aber 100 Meter weiter ist ein öffentlicher Parkplatz. Wenn man nicht beim Freibad stehen möchte, dann kommen wir auch hier nicht mehr. Da ist jetzt momentan das Baustelle, da ist es ein bisschen schlechter. Und da geht es jetzt direkt schon in die Buchberger Leite und in Sausbachtal, nennen sie das. Schauen wir mal. Da sieht man die Beschreibung. Warte mal, vielleicht. So, da hat man gleich einen Ausblick da. Das Ilztal. Schön. Total schön da auf dem Weg. Gehen wir jetzt gerade neben so einem Bachal. Und das ist so eine mystische Stimmung heute. Sonne scheint und ein ganz leichter Nebel liegt in der Luft. Super, total schön. Sag's euch einmal. Jetzt geht es durch einen kleinen Tunnel durch, der ziemlich finster ist. Die Kamera wahrscheinlich nichts mehr sieht. Aber ich lasse ihn einfach laufen. Ich muss die Gratis. Ach, Leute, der hat schon aber das ist ein Ende. Sein Licht am Ende des Tunnels. Der Ausstieg. When there are others, I do the routine. I dance all alone.
Wohnbestellplatz gefunden in Freyung. Schau mal, da ist sogar Stromstecker da und Entsorgung. Und da ist ein Tafel. Mal schauen, was der kostet, weil der ist bestimmt nicht umsonst. Steht auch kein Mensch da. Ist ja ziemlich klar. Kostet wirklich nichts, oder? Aha, da steht, dass man innerhalb von höchstens 48 Stunden einen PCR-Test oder einen höchstens 24 Stunden vorgenommenen Selbstschnelltest braucht, Ausnahme bereits geimpfte Personen, bla bla bla. Aber anscheinend kostet der nichts, zumindest steht da nichts. Jetzt gehen wir mal der Firi und schauen mal. Der Schmarrn, Stellplatz, ein Corona-Test. Mir ist eh wurscht. Ich bin schon das zweite Mal geimpft. Aber trotzdem finde ich es okay. Ich kann es aber da rein. Da war kein Mensch, wo ich mitkommen und zusammen tue. Sitzt da lang, oder? Da ist auch kein Schlepplift für den Winter. Freizeitpark Solan ist da. Schauen wir mal. Euro pro Fahrzeug und Nacht, Herr Lechtermimarsch. Der Kurve in dieser Gebühr halten. Die Gebühr wird durch eine berechtigte Person der Stadt Freyung vor Ort erhoben. So, dala. Jetzt haben wir wieder am Parkplatz. War ganz eine schöne Wanderung durch diese Klamm. Muss man echt sagen, die kann man nur empfehlen. So was Schönes, auch nicht schwer, auch mit dem Hund zu machen. Ganz gut, man muss also nicht klettern oder irgendwas. Geht recht, hier, ich glaube, 160 Kilometer haben wir insgesamt gegangen. Das war aber mehr beim Zurückgehen. Und war jetzt eine richtig schöne Wanderung, Rundtour, 11 Kilometer. Aber gut, dass wir so viel gegangen sind, weil jetzt ist es 11:30 und jetzt ist es schon ganz schön warm. Also war schon gut. Also wenn es im Sommer gehen wollt, geht es in der Früh. Und wir haben bis zum Schluss fast keine Leute getroffen, nur am Ausstieg von der Klamm, da geht man da so eine kleine Höhle, dann Tunnel. Da waren relativ viele Leute. Aber ansonsten sind uns genau zwei Leute entgegengekommen. Und ein Jogger hat uns überholt, der ganzen Wanderung. Also super, kann man nichts sagen.